Ein herkömmlicher Traktor würde hier sofort umkippen. Die Firma Reformwerke in Wels ist spezialisiert auf Arbeitsmaschinen für die Berglandwirtschaft. Kein Fahrzeug gleicht hier dem anderen. Keine Massenware, die Maschinen werden je nach Kundenwunsch gefertigt. Es geht hier darum, dass man in Losgröße 1 in kleinsten Serien ein Fahrzeug bauen. Das ist unsere Welt und das aber so, dass wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind, marktfähig und konkurrenzfähig. Hier braucht es im Bereich auf Technik, im Bereich Produktion, Logistik, Betriebswirtschaft neue Ansätze, Weiterentwicklungen der Ansätze. Etwas, was eine Herausforderung für uns, aber auch für die Forscher ist. Heißt, Einzelstücke herstellen, aber so preiswert wie Massenprodukte. Forscher an der JKU sollen nun tüfteln, wie das möglich ist. Die Johannes Kepler Universität wird heuer 50 Jahre alt und hat für die Wirtschaft in Oberösterreich eine sehr, sehr große Bedeutung. Aber man kennt sich leider oft zu wenig. 120 Institute gibt es an der Uni, aber die Wirtschaft hat nicht immer den Überblick. Und die Serie, dass der Herr Rektor Leitbetriebe besucht, hat den Sinn, eben die Uni besser kennenzulernen, Kontakte zu intensivieren, zum Vorteil beider. Der Rektor auf der Suche nach neuen Aufträgen für seine Forscher und eventuellen Praktikumsplätzen für seine Studenten. Wir haben Schnittstellen der Forschung hier und der Forschung an der Kepler-Universität ausgelotet. Im Bereich Leichtbau, im Bereich Energieeffizienz gibt es ja Überschneidungen. Energieeffizienz ist ein ganz wichtiges Thema. Batterien dürfen nicht zu groß werden hier und damit ist wichtig, die Energie besonders effizient einzusetzen. Da gibt es eine hohe Kompetenz der Kepler-Universität, auch im Bereich der Informationselektronik. Da sehe ich eine Schnittmenge. Kein Firmenbesuch aber, ohne das Produkt auch zu testen. Fahrvergnügen unglaublich, total beeindruckt, man spürt die Technik und es ist wirklich spektakulär. Organisiert wird die Firmentour des Rektors von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Zusätzlich will die Kammer einen eigenen Austauschtag veranstalten. Eingeladen Oberösterreichs Unternehmer und Uniprofessoren.